Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder was ganz anderes, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht. Der Sega Mega Drive 2 Mini. Beziehungsweise Sega Mega Drive Mini 2. Ja? You had one job, ja, gleich versaut. Nein, aber er ist wirklich, also die Verpackung ist wirklich, wirklich Mini. Also das sieht man jetzt hier vielleicht schlecht, weil ich hier so eine... Ich habe den Einser jetzt nicht griffbereit, aber die Verpackung hat sich halbiert, würde ich sagen, ja. Ja, diese Master-Sachen überall, ha? Heute ist nicht euer Auftritt. Ja, also ich konnte nicht zugreifen. Ich habe wenig bis gar keine Zeit, überhaupt die Dinge auszuprobieren. Und wir schauen uns jetzt nur mal kurz das Gerät an sich an. Ich werde es jetzt nicht anstecken oder so, das kann ich jetzt leider aufgrund des Aufwands nicht zeigen. Wir schauen uns mal an, was da überhaupt alles drauf ist. Ja? Wir haben hier 53 klassische Spiele und 7 Bonustitel. Und zwar, das Geile ist hier an dem Ding, und darum habe ich es tatsächlich haben wollen, es ist die erste Mini-Konsole, und ich habe den Nintendo, den Super Nintendo und den Mega Drive mir geholt. Es ist die erste Mini-Konsole, die ich so nicht hatte, weil ich hatte natürlich dieses klassische Mega Drive 1 Design, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der so bei uns erschienen ist. Da bin ich irgendwie überfragt, ob das auch in Europa rausgekommen ist oder ob das die amerikanische Version ist. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Ja, Achtung! Und da hinten haben wir schon die Liste an allen Spielen. Und das sind natürlich jetzt nicht alle Spiele für mich auch erstrebenswert. Ja, wenn Sie das hier sehen können, lesen können, brauchen Sie keine Brille. Zum x-ten Mal Sonic Shining in the Darkness. Das hat mein Vater zum Beispiel gerne gespielt, wie er in meinem Alter jetzt war. Also, ja, ist durchaus schon ein paar Jährchen her. Gut, Jährchen, ja, nicht Härchen. Afterburner 2, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Brothers, Clay Fighter, Desert Strike, habe ich auch nie gespielt, ist ein Klassiker. Earthworm Jim, auch ein Klassiker, also Teil 2 hier. Was haben wir noch? Elemental Master, Fatal Fury. Ja, da muss ich zugeben, diese Beat'em Ups, da war ich jetzt nie der größte Fan, dafür bin ich ein riesen Golden Axe-Fan, ja. Teil 2 ist noch besser als Teil 1, ich empfehle jedem das Game Gear-Spiel, Golden Axe Warrior. Oder hieß es Golden Axe? Meine Güte. Ja, man sollte vorher sich seine Gedächtniszettel herrichten und schreiben. Fantasy Star 2. Ich habe noch nie in Fantasy Star gespielt. Populous. Rainbow Islands. Extra Rainbow Islands mochte ich am Amiga sehr, sehr gerne. Was haben wir noch? Eben Shining Force 2. Shining in the Darkness. Sonic 3D. Flicky's Island. Wüsste ich jetzt gar nicht. Splatterhouse 2. Auch sehr geil. Super Street Fighter 2, The New Challengers, The Ooze, da, Shinobi ist auch dabei, ja, und Introducing, also ein paar neue Spiele, glaube ich, sind da auch dabei, Devi and Pi, oder P, Fantasy Zones, Better Space Area, Star Mobile, Super Locomotive, und dann ein paar Mega-CD-Spiele, sehr lustig, Echo the Dolphin, nie gespielt, war ja auch ein Riesenhit, Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD, also das ist schon eine Ansage, ich weiß schon, ja, man braucht sich das nicht kaufen, es ist jetzt auch nicht gerade günstig, man kann sich einfach einen Emulator runterladen und alle ROMs, ja, lassen wir mal den rechtlichen Aspekt außen vor, aber das ist halt schon was anderes und es ist echt schade, weil das ist echt gut, also fast 80 Spiele, 80 Spiele, ich kann nicht zählen, ja, 60 Spiele, 60 Spiele sind schon mal besser als so 20 bis 30 Spiele. Ich habe sogar die PlayStation 1 Mini mir geholt, was für ein Mega-Flop und Mega-Fehlkauf, also so macht man es nicht. Ja, Sega macht es richtig, ich bin gespannt, wann und ob, hat das jemand schon aufgemacht, also mein Unboxing war es nicht. Moment, ganz kurz nur, ich will nur nicht zu sehr in die Pediküre gehen, weil die steht noch an. Okay, ich habe es weder ausgepackt noch aufgemacht oder vorbereitet. Okay, ich hoffe, da ist alles drin. Schauen wir uns das mal gemeinsam an, würde ich sagen. Ein Kabel, ja, ein Adapter ist nicht dabei, also ein Powerkabel ist nicht dabei. Da haben wir ein HDMI-Kabel. Sehr gut, kann man ja nie genug haben. Und jetzt schauen wir uns mal an den Controller.
mit noch einem USB-Kabel, also USB-Kabel dran, nicht? Das gab es natürlich früher so nicht. So, es ist nur ein Controller. Ja, den hatte ich nicht. Ich hatte diesen klassischen Batarang-Controller und ich weiß nicht, warum ich einen Schatten mache, obwohl ich so viele Lichtquellen an der Decke habe. Wahrscheinlich gerade deshalb. Ja, da muss ich zugeben, der Batarang-Controller gefällt mir besser. Ja, ich kenne gar nicht auch diese Bezeichnung X. Was ist das? XYZ? Ja, ich dachte kurz, das ist ein verdrehtes N. Okay, na, sind wir gespannt, aber sind wir vor allem gespannt auf. Das war schon. Ich war echt überrascht. Der Karton, in dem das gekommen ist, dachte ich, da fehlt was, weil einfach der so viel kleiner ist, ja, und so viel süßer als der erste Sega Mega Drive. So, Achtung, es wird spannend. So. Da! In all seiner Pracht. So, wo gehen die Cartridges rein? Hey, das geht sogar. Wie lustig ist denn das? Testen wir es mal kurz mit. Jetzt mache ich es gleich kaputt mit der spitzen Schere. Mhm. Betrug. Hier ist keine Elektronik drin. Nichts, wo ich das Cartridge reintun kann. Nein, aber das ist natürlich sehr lustig, dass das so funktioniert. Und ja, ich muss es anschließen. Vielleicht mache ich da noch ein Zusatzvideo. Ich wollte es nur kurz mal zeigen, weil das ganz neue Markt oder im europäischen Markt, sagen wir so, erschienen ist. Sega Mega Drive 16-Bit, also Mega Drive 2. Ich sage es jetzt zum wiederholten Mal falsch. Hier haben wir die Reset-Taste, hier haben wir den Anschalter, den On-Knopf. Wenn wir es umdrehen, was sehen wir dann hier? Ja, meine Privatadresse. Ja, coole Sache, muss ich sagen. Mhm. Kommt der Super Mario? Ah nein, Saint-Malo, France. Mhm. Ja, und hier kann man es dann entsorgen, nachdem ich das Video beendet habe. Ja, nein, coole Sache. Ich hoffe, ich finde mal Zeit, das zu spielen, weil es gibt so viele Klassiker aus der 16-Bit-Ära und ich liebe die 16-Bit-Ära. Das ist ja die einzige Ära, wo die Spiele gut gealtert sind. Ja, sieht man ja auch also am Super Nintendo und am Mega Drive, wie gesagt, aber auch am GBA, also am Game Boy Advance, der ja eigentlich eine 32-Bit-Maschine ist und nicht nur ein 16-Bit-Aufguss des Super Nintendo in klein. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wer sowas hat, braucht keine PlayStation 5. Nein, vielleicht kurzes Addendum. Keiner meiner Bekannten hat eine Einladung bekommen auf den Versuch, das bei Amazon zu kaufen, die PS5. Ja, da hatte ich wohl Glück. Seltsam. Vielleicht kommt ja noch was. Aber wie gesagt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, seine Zeit mit Spielen rumzubringen. In diesem Sinne, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit und daddelt weiter. Tschüss.